Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dich heute hier begrüßen, hier zu einer weiteren Motto-Stellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte dir heute hier eine Kategorie Tiefenlocker euch heute hier den Kuhn DC401 euch heute hier vorstellen. Gibt es hier einmal original, ohne Farbwahl, wie man dann hier auch jetzt sehen, das Ganze. Und natürlich hier haben wir den Mod. Das Ganze ist hier mit Farbwahl. Das Ganze kostet hier 10.500 Euro in Anschaffung. Mit sind wir hier bei 535 inklusive. Ja, und wir haben den jetzt hier in Weiß. Also angezeigt wird erstmal hier Ding, aber es ist jetzt hier Weiß. Hier gehen wir mal auf als Chrom. Dann haben wir den hier vergromt, das Ganze. Es gibt hier leider hier nicht von Kuhn die Farbe, wie ich gesehen habe. Hier Husqvarna, Johnseret. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Fendt, Case, Meister Ferguson. Und ja, Hardy. Ja, man kann sich den also dann kaufen in andere Farben her. Wenn man natürlich möchte, kann man das Ganze jetzt zum Beispiel hier auch in Pink machen, wer es in Pink haben möchte. Oder einer, der was jetzt hier hat, sei jetzt ein Glas. Er möchte jetzt gerne hier seinen Kuhn ja, in Glasfarben haben, das Ganze. Ja, das Ganze hat jetzt ein Gewicht hier von 925 Kilo und hat hier ein Leistungsbedarf von 130 PS, entsprechend hier ja 96 kW, 4 Meter die Arbeitsbreite, 12 km/h die Arbeitsgeschwindigkeit. Ich habe das Ganze schon mal gekauft und mir mal Orange, weil ich finde Orange echt immer so nice. Leider ist das gute Stück hier nicht auf ModHub erhältlich und dadurch ist es hier auch nicht für die Konsolen verfügbar. Ja, für Leute mit Simple IC kann man hier die Unterlenker-Montageschalen hier einblenden, wie wir hier auch noch sehen, haben wir hier also schick die Aufkleber drauf und Typenschild auch da oben und wieder wegen Wartungshinweise und natürlich wegen Gefahrenhinweise. Wir können hier hinten auch natürlich wie beim Original hier hinten zum Beispiel hinten eine Greiselecke hinten drauf machen und da dahinter, wenn wir natürlich einen starken Traktor haben, noch eine Drille, dann tun wir also Tiefen lockern und mit der Kreiselecke hier nacharbeiten und gleich drillen. So könnten wir es machen. Wir testen aber jetzt hier nur dieses Gerät. So, weil der Traktor hat hier eine Leistung von 170 PS. So wie ich mich schwer erinnern kann. Jetzt fahren wir einfach mal und testen natürlich hier das Gerät hier auf Herz und Nieren. Mal schauen, ob ich ein Gewicht brauche. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ob mal hier so schwer genug natürlich sind. Schaffen wir hier. Gut. Also er schwimmt noch nicht beim Lenken. Dann schauen wir uns das Ganze natürlich an, wie das Ganze natürlich funktioniert hier mit unserem Helfer. Aber nachher noch mal das zu testen, ob da wirklich die Kreislecke hinten so drauf passt, ob der Thatcher passt, das werden wir uns auch noch anschauen. Aber erstmal mache ich jetzt mal hier diesen kleinen Test natürlich. So, senken das Gerät. Und schauen wir mal, was passiert. Also wir sehen hier, das funktioniert schon mal. Jetzt schalten wir uns den Helfer mal ein. Mal schauen, was der Helfer hier so eigentlich hier wegreißt. Sieht schon mal ganz ordentlich natürlich auch aus. Schauen wir gleich nochmal nach, ob wir hier Felder erstellen können. Jetzt sind wir es noch nicht, aber wir werden gleich natürlich reinschauen. Wir sind ja gleich am Ende her und da können wir uns das Ganze natürlich uns anschauen, wie er gleich dreht. Aber wir können uns gleich hier noch eine Kreiselecke hier uns gleich besorgen. Die ist 3 Meter. Die ist 3 Meter. Hier haben wir die Kuhn. Dann nehmen wir hier auch gleich hier die Kuhn. Dass wir uns das Ganze hier natürlich testen können. So. Ob das mit dem Attachen, das hinten natürlich alles passt, das Ganze. Weil wir haben ja natürlich hier unseren Unterlenker und Oberlenker natürlich hier alles vorhanden. Oh, sieht relativ ganz gut aus. Er fährt nicht zu weit rein. Real Life, denke ich mir, macht man es ein bisschen anders da. Da fährt man jetzt immer so ganz bis zum Ende ran. Das macht man erst nachher mit also den Einsagen Vorgewende. Jetzt fährt er zu weit. Das ist jedes Mal, dass, wenn das so wäre, das Feld immer größer. Ja, jetzt haben wir hier gesehen schon mal, wie das hier funktioniert. Natürlich mit unseren Helfer. Wir entlassen hier unseren Helfer.
Schauen wir ganz kurz mal nach. Also, nein, Felder können wir leider nicht mit diesen erstellen. Das wäre natürlich nice. Wir schauen uns dann, wenn wir beim Händler auch noch sind, dass wir das Ganze ausschaut. Hier natürlich mit unserer Verschmutzung und natürlich hier unseren Lackverschleiß. Ich finde, das ist immer ganz wichtig zu wissen, wie das Ganze natürlich hier auch ausschaut. So. Eins finde ich ein bisschen schade, dass sie bei denen wirklich nicht jetzt die Farbwahl haben, dass wir die Originalfarbe natürlich noch drin haben. Und das ist ein bisschen schade, weil man könnte ja zum Beispiel den ja kaufen, so, und nachher sagt man, nein, ich möchte doch lieber die Originalfarbe haben. So. So. Jetzt denn nochmal. Das falsche Gerät gewählt. Ah, schon wieder abgehängt. Nein, du sollst jetzt da ran. Nee, nicht richtig da. Jetzt da. So. Sehen wir jetzt hier, so funktioniert es doch relativ ganz gut, das Ganze. Wir schauen jetzt. Aber dafür bräuchte ich jetzt ein Gewicht, muss ich wirklich ehrlich sagen. Weil er ist wirklich, denke ich mal, schon sehr schwer. Wir schauen jetzt das Ganze natürlich hier uns an mit dem Verschleiß. So, so haben wir das Ganze hier mit unserem Verschleiß, wie wir hier sehen. Finde ich ein bisschen schade. Also normalerweise müsste das hier unten her, ich habe es jetzt auf 100%, also Lackabnutzung hier eingestellt. Und ich finde, unten müsste es normal hier alles blank sein. Das ist ja nicht gerade hier von, also 5 Minuten Einsatz, sondern also so gut kann kein Lack sein. Dass der hier, also wenn es in die Erde geht, das schleift hier Sand und alles dran rum. Da muss nun mal alles weg sein. Oben, finde ich, passt ganz gut. Ist nicht übertrieben, das Ganze. Aber ich finde, unten gehört ein bisschen mehr. Aber das, ich glaube, das wird beim Original nicht anders so sein. Schauen wir uns also auch noch gleich hier unsere Logdatei an. Da sehen wir hier, unsere Logdatei ist hier, wie wir sehen, hier. Also, tadellos. Ja, ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video natürlich gefallen. Wenn ja, schaut es doch wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.